Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 2, Part 2. Ja, wir sind jetzt Level 65 und rauschen noch ein bisschen durch, damit wir Level 70 werden. Wir haben so gute Items, wir machen fast alles, war nicht tot, also die Elites und so. Boom. Wenn einfach irgendwas explodiert, dann ist alles tot. Ist einfach toll. Kanalisation schon wieder. Der zweite Kanalisationsschrein. Die dramatischen Ereignisse in diesem Land haben viele Geister zurückgelassen, die einfach durchrauschen ein bisschen. Dann bekommen wir das unsterbliche Königsset. Und ja, es ist einfach unglaublich, was Diablo 3 einfach für noch ein bisschen Spaß macht am Anfang. Später ist es eben manchmal sehr krampfiger, man bekommt keine Items, die uns nützen und so weiter. Es macht einfach manchmal keinen Spaß. Aber in euch zusammen, auch wenn ihr sehr viel kommentiert, bitte einfach mal ein bisschen kommentieren, etwas schreiben und so weiter. Hä? Dann habe ich viel mehr Spaß bei den Games, weil ich auch ein paar mit diskutiert habe. Auch bei den anderen Parts. Schreibt mir ruhig etwas. Ich bin ja immer einer, der zurückschreibt und so weiter. Ein bisschen mehr diskutieren, gell? Wäre es sehr nett. Jo. Gut. Noch nicht bereit. Okay, alle tot. Zurück in die Hölle, Hund. Wir müssen auch wieder zurück. Ich muss mehr auf die Karte schauen. Aber ich habe so einen großen Bildschirm. Also, er ist nicht groß, aber er ist nah an mich dran. Darum kann ich nicht immer rechts oben schauen, sonst mache ich meine Augen. Kegle ich meine Augen aus. Ah, je, je. Das geht noch nicht. So, tschüss. Gut, nächste Ebene. Ja, nochmal. Unglaublich, wie das Schlauchlevel sind und langweilig. Da muss mehr dran. Hä? Ist einfach mehr Spaß dran. Blizzard muss das Spiel noch viel besser machen, unbedingt. Ich brauche mehr Zeit. Haben so wenig wieder angekündigt, das ist einfach langweilig. Aber eben, es macht doch Spaß, einfach die Season immer wieder ein bisschen beginnen und so weiter. Das Low Level macht einfach Spaß, bis man wieder die guten Sets hat. Dann macht es wieder nicht mehr so viel Spaß, aber es ist einfach unglaublich, wie spaßig das ist, weil es so schnelles Gameplay ist. Aber eben, es ist zu wenig. Die Spieler langweilen sich. Ich langweile mir zum Beispiel fast nie, ich sag's einfach. Ich möchte es ja auch auf hohem Niveau haben, dass nicht mehr besser geht. Aber es geht nicht. Die Entwickler entwickeln es falsch und ja, es gibt da hin und wieder Probleme. Jo. Also. Heute werden wir wahrscheinlich knapp nicht Level 70, aber ja, bin mal gespannt. Ah, ich werde nachher mal keine Rifts machen, sondern das Ding, Kopfgeld. Ich habe noch nie Kopfgeld gemacht mit diesem Charakter in dieser Season. Auch nicht, eben weil es ja nur der erste Charakter ist. Und so weiter. Ja, was ist eigentlich mit dem Clan los? Sind 5 und 6 online, okay. Aber die reden nichts mehr, nix. Ja, ich weiche 30% aus. Das ist nämlich sehr effizient. Noch nicht bereit. Aha. Wo ist er? Da ist er. Yeah, schon wieder so ein Goblin. Ich mag die einfach wegen den Mats, die der fallen lässt. Hä? Ist einfach toll. Einfach wunderbar. Ach, wie gut. Hä? Sehr schön. Und die können wieder raus. Ja, jetzt muss ich mal kurz loslassen. Hä? Die Items mal verkaufen. Ich muss zurückkehren. Ja, ich kann hier jetzt ein Ding fertig machen.
den Rift, hä? Gut, haben wir nichts gefunden. Gut. Dankeschön, Level 66, sehr gut. Hier haben wir immer noch genug. Schwert und Schild, ja, das ist es eigentlich. Muss ich nochmal nachschauen, was das ist. Also, wir haben ja gesagt, wir haben nichts Besseres gefunden. Vielleicht der, der. Er ist sie gut. Okay, nehmen wir. Kein Haltbarkeitsverlust. Ja, gut. Dann können wir das verkaufen. Pendulous Einfluss. Haben wir noch einen Sockel? Nö. Wisst ihr was? Ich mach mal die Ding-Edelsteine in den... die Waffe rein, hä? Naja, geht eventuell nicht, weil wir zu wenig haben, hä? Doch! Yeah! Ja, wir haben zu wenig vergessene Seen, deshalb... Aber super! Ja, zu Crit-Chance haben wir wahrscheinlich zu wenig. Trefferchance, also Treffer. Schaden, aber Crit-Chance haben wir zu wenig, deshalb habe ich nicht den grünen genommen. So, jetzt noch dich reintun. Und eben auf Level 70 tue ich dann die benutzen. Jetzt machen wir die Kopfgelder. Wir haben noch viel Zeit. Ja, die Bastion. Ja, wunderbar. Ich finde es einfach richtig toll, dass so gut läuft. Aber die Latenz geht momentan ein bisschen zu hoch. Hat der Server wieder Probleme, hä? Sonst brauche ich ja keine Latenz groß. Habe immer 30 oder minus. Weniger. Ja, auf dich habe ich gewartet. Wieso bist du so lange nicht erschienen, hä? Katapult in Betrieb, genau. Ja, ist ein bekanntes hier. Kommt eigentlich immer hier nur vor. Ja, ja. Ich brauche mehr Zeit. Niemand hält mich zurück. Nicht abbrechen. Nein, nicht abbrechen. Ich tanze jetzt ein bisschen in dich herum. Hä? So. Jetzt töte die Arschlöcher. Du musst nicht abhauen. Ah, gut. Oh. Das geht töte nicht. Doch den. Eieiei, der hat so wenig Leben gehabt und du bist... Also die KI ist manchmal richtig Gebieterin dumm. Gebieterin der Lust. Halt die Schnauze. Gebieterin der Lust, du bist so sexy. Ich meine möchte Kinder. Dich durchbumsen. Ich brauche mehr Zeit. Ich tue durchraschen, hä? Ich hab keinen Bock hier. Noch groß durchzugehen, wenn die so unfair sind. Da, du auch. Komm raus. Wenn ich immer keinen Hass habe. Wahnsinn. Oder Wut. Ja, Wut ist es hier. Hass ist ja bei der Beschwörerin. sag schon Beschwörerin. Bei der Demon Hunter. Oder beim Demon Hunter. Aber ich habe immer sie genommen. Ihn mag ich nicht so. Bei der Zauberin ist es auch hundertprozentig immer sie. Also, die Frauen kommen eigentlich immer gut bei mir an. Die Männer beim Tempelritter, beim Mönch kommen die Männer immer gut dran. Beim Witchdoktor unbedingt auch die Frau, weil der Mann zu viel knickt. Der läuft herum, als würde er auf der Scheiße hocken. Und wer bleibt noch? Fick dich, du scheiß Esel. Einer fehlt noch. Ja, beim Papa ist es jetzt eigentlich auch eher die Frau als der Mann. Er ist mir zu fett. Zu viele Muskeln sozusagen, nicht fett. Sehr nicht. Jo.
Aber meine Lieblingsklasse ist immer der Barbar. Ständig, also immer der Barbar. Und bei den Seasons wechsle ich immer ab, wenn ich zuerst nehme. Ich will mich nicht konzentrieren auf den Barbar. Deshalb nehme ich immer einen anderen. Einfach so ein bisschen zum Spielen immer abwechseln. Ein bisschen Abwechslung haben. Das ist mir am wichtigsten. Gut, gut, gut. Gehen wir zum letzten Katapult. Ich kann fast nicht mehr reden. Ich muss endlich wieder ein bisschen schlafen. Heute war ich recht müde. Es war schlimm, ein schlimmer Tag. Der Samstag hatte noch Sport, also viel Sport gemacht. Im Regen heute. Dann bin ich auch irgendwie ein bisschen krank. Immer noch krank oder noch mehr krank. Noch nicht bereit. Und ja, einfach die Erkältung. Ne? So. Haben wir das? Jetzt gehen wir zu den Schlachtfelder. Ist das jetzt die Eishöhle? Ah, Feldkaserne. Okay, es gibt ja mehrere. Aber ich dachte, es wäre die Eishöhle. Oder Frosthöhle. Frosthöhle was. Hm. Explodiert alles wieder. Ganz viele sind explodiert. Ist schön, dass du als erstes Elite kommst. Jaha, meine Wirbelwinde machen Schaden, hä? Wunderbar, wunderbar. Alle töten, ja. Oh Gott. Ich werde nicht alle finden. Ich möchte eigentlich da runter rechts, aber... Ja, hier hat sich ja noch Gegner. Ja, explodiert alles. Ja, sehr schön. Ich werde wahrscheinlich am Ende des Let's Plays für Season 8 ein paar Fun-Barbaren-Charaktere machen. Ich habe schon ein paar sehr tolle im Kopf. Das wird sowas von richtig viel Spaß machen, also bleibt dran bitte. Kommentiert mit mir. Wenn es euch halt nicht so viel Spaß macht, dann erzählt mir, ja, wieso ihr nicht so viel Spaß habt. Wieso ihr eben den Part nicht so unbedingt, also das Let's Play einfach nicht so gerne schauen wollt. Und so weiter. Damit ich es einfach weiß und damit ich euch einfach helfen kann. Ich kann euch so lange nicht helfen, wenn niemand schreibt. Oder nur Werbung gemacht werde. Werbung kommt bei mir überhaupt nicht an. Und auch wenn Leute es machen, werden sie gebannt. Fertig. Ich habe einfach keine Geduld mehr. Also macht bitte keine Werbung. Das geht noch nicht. Aha, noch so ein Walross kommt drauf. Ich nenne alle Gegner in Path of Exile und hier in Diablo 3 nach Tieren. Nach hässlichen Tieren. Also ja, hässlich sind sie ja nicht, aber sie haben vor allem einen hässlichen Namen oder sonst irgendwas. Im Deutsch haben nicht alle Tiere gute Namen. Eher weniger gute Namen. Explodiere! Ja, größer als ein Turm, Belagerungsdämonen. Ich weiß es. Halt die Schnauze. Du bist ein armer Decker, Kenob. Du regst mich schon seit Diablo 2 auf. Ach, bei Diablo 1 hast du mich aufgeregt. Also halt die Schnauze. Du bist nicht Albert Einstein, also musst du auch nichts erzählen. Ja,
hat schon ein paar gute, hilfreiche Sachen für den Charakter, vor allem Diablo 2, aber er regt auf, vor allem der Sprecher ist relativ scheiße im Gegensatz zum englischen Sprecher. Jetzt muss ich so weit rennen bis zur Belagerungsbestie. Boah. Danke. Ah, ich muss geradeaus, genau. Aber es ist noch nicht ganz oben. Genau, töte ihn doch. Bist du schwach? Ja, das andere habe ich wieder verkauft, brauchte aber auch nicht. Erdbeben. Sonst ist nichts Gutes. Schon tot! Die kleinen Goblins sind sowas von genial. Einfach nur mega genial. Oh, 40 Millionen Schaden, einfach genial. Ich brauche mehr Zeit. Mehr Wut. Zurück in die Hölle, Hund. Wunderbar, wunderbar. Danke für den Helm. Ah, nicht so gut. Ich freue mich auf jedes gelbe Item, wenn ich so hoch bin. 66. Schon cool, ne? Also eben der Konter zwischen 60 und 70 gehört zum Besten vom Spiel. Leider ist er viel zu kurz. Also jetzt geht es zwar sehr lange bis 70, aber ist einfach gut, oder? Es geht einfach voll schnell. Das geht noch nicht. Ja, prima. Vulkatos führt meine Hand. Ja, ja. Wunderbar. Oh, nochmals ein bisschen, genau wegen dem Massaker, ein bisschen Erfahrung bekommen. Vor dem Belagerungsbestie geht's nicht. Schade. Dann gehen wir rein in die Grube des Abgrunds. Explodiert alle. Die werden sogar betäubt. Okay. Muss ich gar nicht. Ja, ja, lass mich, ey, du hässliches Teil, kotz mich nicht voll. Tschüss. Im Belagerungszustand, Seasonreise 3 oder so. Stoff für Legenden oder Albträume. Er gehört zu den begehrtesten Streitern der Dämonen. Ja, klar. Da er dank seiner enormen Größe und Stärke jede Schlacht. Ja, was, der ist doch nicht stark gewesen. Ich wünschte, ich wüsste mehr über ihn, aber... Ja, bist halt eine Pfeife. Du weißt nix. Ganz nix, weißt nichts. Hast nix. Bist ein Fauler. Ich mobb den einfach. Obwohl er der beliebteste Charakter im D3-Universum ist. Naja, im Deutschen ist er halt nicht ganz so gut. Gut, dann gehen wir weiter. Oh, nur noch 2, stimmt. Geht schnell, hä? Können wir sogar in diesem Part schaffen. Aber eben Level 70 werden wir nicht. Ich habe ja gesagt, dass es sehr lange geht. Noch nicht bereit. Ja, ja, das war nur der Einschlag, der so viel Schaden gemacht hat. Ja, ja. Ja, ich werde mal schauen, wie viel Parts ich pro Tag, ja. Ob ich jeden Tag ein Part bringen kann. Wahrscheinlich sicher, ich werde auch ein bisschen konzentrieren dafür. Ich brauche mehr Zeit. Eventuell kommen sogar 2 Parts, je nachdem. Und, ja, ich freue mich einfach, ich freue mich wieder auf Diablo 3. Vor allem wegen dem Necromancer. Ich bin ja nicht einer, der sagt,
Ja, das war zu... Das war scheiß von... Das geht noch nicht. Blizzard. Ich sag einfach, es war zu wenig. Viel zu wenig, das angekündigt wurde. Ich bin einer, der immer gern hat, wenn die Entwickler viel für ein Spiel machen. Im östlichen Königreich sie machen es aber irgendwie nicht. Tja. Es war natürlich eher Overwatch. Aber Overwatch ist so ein sinnloses Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, es ist... schlecht, es ist sogar ein gutes Spiel, aber immer ständig diese Schießerei auf irgendwas, das ist sowas von sinnlos. Es ist zu wenig. Wenn nur nicht immer die ganze Zeit immer wieder Reset wäre, Reset, immer Reset wäre. Es würde mir viel besser ankommen lassen als immer ständig immer wieder Reset, Reset, nach jedem Game Reset. Das macht doch nichts, das ist langweilig. Ist auch bei Legion of Legends langweilig, trotzdem ist es sehr beliebt. Wieso ist es so beliebt? Weil halt einfach die Fans immer alles immer weiter sagen müssen und plötzlich dann alles spielen. So, darum ist es erfolgreich. Es ist mir zu wenig. Für intelligente Zuschauer, also intelligente Gamer ist es viel zu wenig. Ein Anspruch liegt viel höher. Darum schaue ich nur Legion of Legends bei GOTY 255. Sonst mache ich überhaupt nichts. Bei Legion of Legends mache ich nichts mehr. Weil ich einfach nicht die Zeit auch habe. Und so weiter. Das geht noch nicht. Wo ist jetzt diese... Ah, da haben wir erledigt. Jetzt müssen wir nur noch die Keys haben. Hä? Irgendwo nochmal seine Belagerungsmaschine. Oh nein, das gibt's hier ja gar nicht. Stimmt. Ich merk mir manche Sachen halt nicht, weil ich immer alles überspringe. Doch hat's. Okay, ich brauche los. Mehr Zeit. Sind wir doch in der richtigen Ebene. Ja, ich merk's mir nicht. Wisst ihr? Vor allem wenn ich viel rede, muss ich da nicht noch merken, was denn hier besonders ist in dieser Ebene und so weiter. Ja, jetzt ist fertig. Gehen wir noch zu der großen Belagerungsmaschine. Hä? Noch nicht bereit. Wir werden die noch mal sehen. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Schon lange nicht mehr besucht. Da ist sie. Ja. Komm raus. Ah, haben wir die erledigt? Hä, wie wurde die denn erledigt? Oder ist die nicht da? Ist die nur in der Kampagne da? Keine Ahnung. So, was müssen wir hier noch machen? Wahrscheinlich auch Gegner erledigen. Hast ein schönes Schild, hä, Templer? Verfluchter Schrein, ja. Easy. Die sind immer leicht. Wunderbar. Noch 8 Minuten haben wir Zeit. Sehr schön. Also eben knapp, wie ich prophezeit habe. Knapp reicht es nicht. Aber im nächsten Part werden wir dann Level 70. Hä? Und dann auch ein neues Set. Also das Set bekommen. Wir haben ja noch keins, deshalb. Müssen wir da noch ein bisschen schneller machen. Das geht noch nicht. Na, Clanmitglieder seid ihr schon alle auf Level Paragon Level 1000, hä? Denk schon. So süchtig die alle sind. Viel zu süchtig für mich. Die widerlichste Kreatur, welche die Welt je durch ihre Anwesenheit verpestet. So, da oben ist er. Bar jeglicher Merkmale. Prima. Außer seiner massiven Kiefer lässt sich der Felswurm als riesiger Evertebrat. Ja. Noch nicht würde ihn nur allzu gern genauer studieren. Aber seine Angewohnheit, sich zu vergraben... Ja, halt jetzt diese Schnauze, bitte. Danke, du Plappermaul. Schlimmes Papa, Plappermaul. Ich brauche mehr Zeit. Danke für das Explodieren, dann bin ich echt...
Elite gegangen, zu den Champions. Vulkatos führt meine Hand. Auf jeden Fall brauche ich ständig jetzt diese Uhr an, damit ich auch Mana, also Wut habe. Muss jetzt wirklich unten rein. Ja. Ah, ja, ja, ja. So ein Mist. Das regt auf. Also eins, diese Sucherei stört mich schon Ewigkeiten. Auch in Diablo 2 hatte ich nicht so gerne zufallsgenerierte Levels. Das geht noch nicht. Ja, ja. Morgen dann nochmals ein paar Parts aufnehmen und euch das alles hochschicken. Liebe, liebe Zuschauer. Ich brauche mehr Zeit. Niemand hält mich zurück. Übertreib bitte nicht, gell? Das geht noch nicht. Ja, ja. Noch nicht bereit. Ja, das schaffen wir wahrscheinlich nicht, ne. Aber egal. Eben, weil wir einfach zu wenig Wut haben und so weiter. Ah, ein neuer Anfang. Okay. Ich muss zurückkehren. Dürfen wir das noch kurz anschauen? Was das bedeutet. Ja, gut gemacht. Hier. Das Licht. 48, also noch zwei Level, hä? Erfolge da. Undurchdringliche Verteidigung haben wir heute bekommen, hä? Mal kurz schauen. 21.10. stimmt. 21.10. Habe ich doch gar nicht gespielt. Oder war das schon der Anfang gewesen von Season 8? Ja, kann sein. Eine seltene Spezies. 14.8. Ja, Season. Erreicht Stufe 60. Wo war das jetzt? Lupen rein. Wo, Peter, ist das? Hä, ich habe doch irgendwas bekommen. Ich habe einen Erfolg bekommen. Oder nicht? Habe ich jetzt keinen Erfolg bekommen? Ah, da muss ich irgendwas woanders schauen, gell? Ja, wie machen wir das jetzt auf? Erfolge ist ja das gleiche. Seasonreise. Wie macht man Seasonreise auf? Wie macht man Seasonreise auf? Keine Ahnung, kurz. Ach, wie schön. Überlastet. Ja, jetzt machen wir noch ein Ding. Welch eine tapfere... Machen wir mal zwei Stück oder so. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Ruf der Uhren ist auch dabei. Viel mehr Stärke, sehr gut. So. Hier ist sonst nichts mehr. Hä? Ja, das wäre auch gut gewesen, aber nichts für uns. Wir brauchen nicht so viel. Defensive. Nehmen wir das und machen danach nochmal das Zeugs. Season, nein. Nephalem-Portale.
im nächsten Part. Und jo. Gut, dann haben wir ungefähr 500 bis Stufe 70. Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss.